Hallo Leute, schön, dass ihr heute wieder zu mir gefunden habt. Heute gibt es nochmal eine neue Folge Hättest du eher, zusammen mit Daniel, hallo! Hi, danke, dass du mich erwähnt hast. Hier ist Daniel und ich freue mich natürlich wieder heute mit dir eine Folge zu machen. Das ist aber geil, Alter. So behindert, Alter. Ich habe mich gerade richtig komisch gefühlt. Ja, Leute, was geht ab? Wir sind am Start und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, ihr habt schon wieder an dem behinderten Anfang gehört. Heute wieder mit Danergy. Was geht ab? Ja, what's poppin', what's poppin', what's poppin'? Alles klar, Leute. Ihr seht wahrscheinlich gerade schon wieder, Augenringe ist da. Wir haben nämlich wieder 12:30 nachts. Grüße ihn raus. Digga, ich wollte ganze Zeit mit Lukas aufnehmen. Er sagt, ich bin unterwegs, ich habe keine Zeit. Super, Leute. Aber Leute, bevor wir anfangen, möchte ich euch noch meinen neuen festen Partner vorstellen. Ihr kennt es ja, viele YouTuber haben ein paar Sponsoren und so. Ich hatte bisher erst einen, also August International. Aber Leute, ich bin einfach mega stolz. Ich habe jetzt noch einen zweiten Partner dazu bekommen. Und zwar Runtime. Dem einen oder anderen sollte der Name Runtime schon ein Begriff sein, weil echt viele YouTuber das inzwischen machen. Wer Runtime nicht kennt, ich will es mal ganz kurz zusammenfassen. Die machen halt quasi Essen und Trinken für Gamer. Aber Leute, da gibt es kein dickes Buffet oder so ein Scheiß, falls ihr euch so vorstellt. Es gibt einmal den Performance Drink und einmal das Buff Food. Hört sich jetzt erstmal komisch an. Viele denken jetzt Performance Drink, das ist ein Energy Drink. Aber nein, Leute, gerade das ist es nicht. Denn bei einem Energy Drink bekommt man immer direkt so einen Zuckerflash. Und ihr kennt es ja, ihr trinkt den, ihr seid dann irgendwie 20 Minuten voll am Abwibbeln und danach seid ihr so richtig tot. Beim Performance Drink ist es halt komplett anders, denn da ist Isomaltulose drin, Leute. Das ist halt ein Wirkstoff, der einfach langsamer wirkt. Heißt, wenn ihr das trinkt, werdet ihr langsamer wach und langsamer konzentrierter. Und wenn diese Phase rum ist, geht auch wieder langsam runter. Also nicht, ihr trinkt das, seid voll am Abwibbeln, sondern ihr trinkt das und es kommt halt langsam, was halt echt fresh ist. Ich muss auch ehrlich sagen, ich gönne mir das in letzter Zeit immer abends, wenn ich aufnehme, weil ich dadurch einfach wacher werde, gerade wie jetzt, wenn ich mal wieder um 12:30 aufnehme. Grüße gehen raus an Danergy. Der hat momentan die Geschmacksrichtung Orange Grapefruit. Und kleiner Tipp, wenn ihr es probiert, Leute, trinkt den auf jeden Fall kalt. Ich weiß nicht, gekühlt schmeckt der viel geiler. Man sieht, der ist gerade so richtig kalt. Und dann gibt es halt noch das Buffwood, Leute. Ein Buffwood ist quasi so ein Mahlzeitenersatz. Denk mal, wir kennen es ja alle. Wir sind abends am Zocken, haben Hunger, hauen uns irgendeine Pizza rein und werden dadurch noch fetter. Und Leute, ich will nicht sagen, aber Daniel ist auf jeden Fall fett. Habe ich einen rausgehauen. Habt ihr gerade gar nicht zugehört, Benjamin? Ja, super, ganz genau. Buffwood ersetzt halt einfach eine komplette Mahlzeit. Und Leute, nein, da ist jetzt nicht nur irgendeine gesunde Fitness-Scheiße drin. Das ist halt eine normale Mahlzeit. Also wer jetzt übel auf dem gesunden Trip ist, ist ja auch falsch, weil es halt nicht nur pur gesund ist. Aber es ist dennoch viel, viel besser, als wenn ihr euch eine Pizza oder irgendeinen so einen ungesunden Scheiß reinhaut. Und schmeckt, by the way, auch mega geil. Also der schmeckt jetzt irgendwie so ein bisschen nach Pfannkuchen mit Vanillegeschmack. Also ich habe mir den gestern Abend zum Beispiel gegönnt und fand den echt fresh. Feier ich halt voll, dass man so voll die Energie und so bekommt. Leute, ich laber euch wieder richtig lange drum herum. Wenn ihr Bock habt, das mal auszuchecken, checkt mal die Beschreibung. Momentan richtig geile Aktion. Wenn ihr euch das jetzt noch im Juni vorbestellt, könnt ihr einfach 20% sparen, indem ihr einfach eingibt Vive20. Ist halt so ein kleines Goodie gewesen, dafür, dass ich jetzt neu dabei bin. Deswegen, die jetzt in den nächsten 2 Tagen bestellen, kriegen noch 20%. Danach könnt ihr einfach nur eingeben Vive und bekommt 10%. Also richtig cool. Und Leute, ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft. Da werden noch richtig viele coole andere Sachen rauskommen. Buffwood in verschiedenen Geschmäckern. Auch noch neue Getränke. Aber noch eins mit Berry-Geschmack, also mit Beeren, freue ich mich auf jeden Fall schon mega drauf. Daniel, bist du überhaupt noch da, oder? Ja, ach so, ja. Hey, yo, hey. Hey, guten Tag. Ja. Wie gesagt, falls ich schon wieder vergessen habe, wir machen jetzt Hättest du eher und ich würde sagen, Daniel, hau mal den ersten raus. Hast du überhaupt welche rausgesucht? Oh, fuck, Digga, habe ich überhaupt welche rausgesucht? Ah, nee, ich habe schon, ja, ich habe. Ja, komm, hau mal raus. Ist okay, dass ich die Folge mit einem Kaugummi habe, ja, ne? Nee, okay. Ist leider verboten hier auf meinem Kanal. Egal, scheiß drauf. Auf jeden Fall. Was ist das für eine Frage, Alter? Sag mal Schnauze, weil es jetzt um Kaugummis geht, okay? Deswegen. Was würdest du lieber tun? Einen Kaugummi essen, der unter dem Tisch klebt, oder fest mit der Faust auf einen Kaktus schlagen? Ja, da frage ich mich schon wieder, was du dir für Scheißfragen. Weißt du, manchmal muss die Folge auch mal Sinn machen, okay? Man muss die Folge mal fertig machen. Warte, was nochmal? Unter den Tisch auf den Kaugummi hauen? Nein, bist du dumm, Alter? Hey, warte. Mach nochmal. Hey, ich hab's nicht verstanden. Mach noch einmal, bitte. Ein Kaugummi essen, der unterm Tisch klebt. Bah! Oder mit der Faust einen Kaktus schlagen. Hä, ist der Kaktus giftig oder so? Hä, Digga, das ist ein Kaktus. Ja, die können auch giftig sein. Ja, ist ein Kaktus, ja, ist egal, ja. Digga. Ja, ich würde einfach auf den Kaktus hauen. Als ob ich mir so ein Kaugummi esse. Wahrscheinlich hast du das vorhin noch gegessen. Dann habe ich deinen Mundgeruch selber. Hä, hey, was würdest du nehmen? Ich würde neben einen... Hey, Digga, was? Mert hat ein neues Video hochgeladen. Junge, wir sind mitten in der Folge. Was würdest du nehmen? Ich würde einen Kaugummi essen. Hey, laber, echt? Mhm. Bah, wie ekelhaft. Beim Kaktus hast du einmal kurz Schmerz. Ja, aber ein Kaugummi kannst du besser essen, weißt du? Ist ja Essen, weißt du? Und Faust bist du tot.
wenn du dagegen haust. Aber Kaugummi ist doch einfach kurz. Kann ja genau, sein, super. Ja, Daniel, komm, ich werde einfach mal den nächsten raushauen. Daniel, hörst du mir? Du musst jetzt aktiv zuhören auf jeden Fall. Ich bin zu müde. Ich hau den nächsten raus, Leute. Und zwar, würdest du lieber 5 Jahre ins Gefängnis gehen oder 5 Jahre in dem Knebelvertrag in der Penthouse-Wohnung verrecken? Ey, du bist ein kleiner Wichser, Digga. Oh, die Frage werde ich nicht beantworten. Daniel, wie läuft eigentlich der Umzug nach Berlin? Du kleiner Wichser, du wirst noch sehen, Alter. Ich könnte jetzt auch, weißt du, ein kleiner Wichser, Alter. Oh, das weiß einfach schon wieder keiner, Leute. Und ich will es nicht sagen, so, aber... Wir haben so viel Insider, dass die Leute gar nicht checken. Leute, ich hab Daniel damit gerade so... Digga, oh mein Gott, ich wäre einfach der King. Ich habe mir die Frage eben ausgedacht und dachte mir schon so beim Ausdenken so... Hast du es jetzt? Ja, ich wollte nur kurz... Ja, sag mal deine Antwort. Digga, es gibt keine Antwort, Alter. Es super, gibt auch keine Antwort. Ist okay. Diese scheiß beschissene Frage. Ist okay. Ja, hau mal nächsten raus. Okay, würdest du eher ApoRed's neuen Song disliken oder das von KS Freak? Boah, das ist voll schwer, also... Das ist richtig schwer. Aber das Ding ist, ohne Scheiß, ich würde den von KS Freak disliken, weil ich das einfach gar nicht feier. Er macht so voll diesen... Ich liebe alle Mädchen und liebe alle Mädchen. Keine Ahnung. Da sehen wir wieder jemand, der halt sehr viel Ahnung von Musik hat. Ja, Junge, aber das, ich weiß nicht, das gefällt mir nicht so. ApoRed, wallah, Böbe. Hör ich mir schon lieber an. Leute. Hä, was? Ich schüttel mit dem Kopf. Was sagst du denn? Hört halt ApoReds disliken. Jetzt hört man alle. Hä, warum? Findest du Cassie's besser? Ja, ist musikalischer auf jeden Fall, Digga. Hammerhart, okay, komm. Und das ist mein Bro, weißt du, was ich meine? Und ApoRed ist ja dein Bro. Mein Bro, ganz genau. So, ich hau da nochmal den nächsten raus. Und zwar, hättest du eher ein Date mit Vifa D oder ApoRed? Kurze Frage. Das hast du nicht gefragt, oder? Doch. Sag doch jetzt. Er nimmt sich einfach selber. Ja, Junge, sagt, weil... So ein Date mit... Sieht halt gut aus. Hä, sag doch jetzt, red doch nicht so lang. Also, ich würde gerne mit dir ein Date haben. Naja, leider stehe ich nicht auf dicke. So, mach da mal die nächste. Ich wollte gerade auch richtig cool sein. Jetzt machen wir mal die Kamera aus. Ja, das gibt wohl nix heute, Daniel. Schade, Alter. So wie Alina. Okay. Klar, Digga. Wir müssen genau aus an Samuel, der schon 8 Jahre... Du reicht, noch den nächsten. So, kommen wir zum nächsten. Und zwar, hättest du eher, Digga, ja? 4 Wochen ohne YouTube oder 4 Wochen einfach gar keine Musik? Also wirklich, du darfst nichts hören, du hörst einfach nichts. 4 Wochen keine Musik, was juckt mich das, Alter? Hey, YouTube ist mein Job, mein Leben. Pff, da gönne ich mir mal einen Tag keinen Justin Bieber oder Denergy, auf den ich halt. Also 4 Wochen, ne? 1 Monat lang keine Musik, das wette ich schon. Ja. Du darfst also in deinen Videos auch keine Musik haben. Ja. Na und? Und krass. Also solange ich mir Unterhaltung von Superman Dennis angucken kann, ist alles geregelt. Was dazu machen? Aber. YouTube weg? Ich würde auf jeden Fall... Es ist halt schwer, Digga. Ja, du bist halt mega der Musiktyp, so. Ja, da kann ich man's müsste verstehen. Musik eigentlich hören. Ja, ja, ich scheiß auf YouTube dann 4 Wochen, ja. Habibi. Muss sein, Khayala Habibi. So, Leute, ich hau den nächsten raus. Und zwar würdest du eher dein... Oh, der ist jetzt wirklich hart und Real Talk. Würdest du eher deine Freunde für YouTube sitzen lassen oder deine Familie für Geld? Ja, Freunde für YouTube. Ich auch. Grüße gehen auf jeden Fall raus und unsere Freunde. Ja, Digga, Grüße gehen raus hier. Meckern. Für dich würde ich sogar alles fallen lassen, Digga. Ah, alles klar, nee, andersrum. Digga. Ja, aber Digga, was soll man machen? Soll man Familie wegen Geld, Alter? Wie nee, Mann, die Frage ist mal wieder richtig, ist richtig kreativ. Ja, Alter. Einmal wollte ich auch mal richtig reinsteigen. Ich weiß doch früher, wo du mal so eine Scheiße gemacht hast. Deine Mutter wird sterben, mein Vater wird... Hey, Junge, da dachte ich mir immer... Weißt du was, Digga? Ja? Halt's mal. Jetzt bin ich drauf reingefallen. Aber Leute, demnächst kommt auf jeden Fall unser Gaming-Kanal wieder. Du bist ja auch am Start, oder? Ja, Mann. Halt's mal. Leute, wir haben uns ein geiles Format auch ausgedacht. Vielleicht, dass wir das vielleicht machen. Deswegen müsst ihr auf jeden Fall eng mal vorbeischauen. Ich weiß noch nicht, wann es passiert, aber... Leute, wir haben sowas Geiles in GTA vor. Das wird so fresh. Deswegen check mal unsere Gaming-Kanäle. Video Link da unten in der Beschreibung. Ja? Lukas? Halt's ja? mal. Oh, Na Leute, aber wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Fände ich auf jeden Fall echt knorke. Vergesst auf jeden Fall auch nicht, Runtime einfach mal abzuchecken. Auch wenn ihr einfach nur mal gucken wollt, was es ist. Guckt es euch einfach an, Leute. Das nochmal alles ganz genau erklärt. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne in die Kommentare. Versuche ich einfach alle zu beantworten. Und dann würde ich sagen, checkt auf unsere Gaming-Kanäle. Da kommt demnächst noch was richtig Fettes auf euch zu. Abgesehen von Daniel jetzt.
Okay, ich muss sagen, der war gut. Der war wirklich gut. Nein, Leute, aber okay, wir haben ein mega geiles Format in GTA geplant, was da demnächst kommt. Wird wahrscheinlich eh nie kommen, aber mal gucken. Schaut vorbei. Ja, Leute, schaut auf jeden Fall vorbei. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Haut rein. Ich geh jetzt schlafen, Digga. Ich geh jetzt auch so hart schlafen, Leute. Haut rein. Ciao.